Wir stehen hier vor unserem Kreißsaal-OP. Der Kreißsaal-OP ist im Moment symbolisch eingerichtet, denn die Originalgeräte stehen natürlich im jetzt funktionierenden Kreißsaal-OP. Bei 1600 Geburten haben wir hier knapp 500 Kaiserschnitte im Jahr. Dieser Kreißsaal-OP hat die Besonderheit, dass er exklusiv für die Geburtshilfe reserviert ist und in direkter Nähe zur Intensivstation der Kinderklinik sich befindet. Das heißt, bei einem Kaiserschnitt wird das Kind, wenn es von den Kinderärzten versorgt werden muss, genau 6 Schritte weit getragen und dann ist es auf der Intensivstation da, wo es dann versorgt werden kann, ohne dass es größere Strecken transportiert werden muss. Hier stehen wir vor einem unserer neu eingerichteten Entbindungsräume und angrenzend an diesen Raum finden wir unsere Gebärwanne. Unterwassergeburten sind auch in Celle möglich. Ich bin Heike Rachner, bin seit 30 Jahren Hebamme. Vor 20 Jahren war ich schon mal hier Kreißsaalleitung. Wir haben jetzt 4 modernisierte Kreißsäle, alle in unterschiedlichen Farben, um es den Frauen so gemütlich wie möglich zu machen, um in Geborgenheit und Ruhe hier entbinden zu können, mit völliger Sicherheit. Und unsere Frauen können sich halt aussuchen, wo sie entbinden wollen, was ihnen zusagt. Es gab verschiedene technische Gründe, den Kreißsaal durchgehend zu renovieren. Dazu gehört die Notwendigkeit, die Installationen auf den neuesten Stand zu bringen. Dazu gehören neue Computerleitungen, Gasleitungen für die Narkose. Deshalb war es erforderlich, den ganzen Kreißsaal zu renovieren. Wir haben in dem Zuge auch die gynäkologische Notfallambulanz mit renoviert, da wir pro Jahr knapp 6000 ambulante Patientinnen untersuchen. Und in dieser Konstellation ist es für das diensthabende Team sehr viel einfacher und durchgängiger, die Versorgung der Patienten zu gewährleisten.